Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Onionsport. Ich begrüße dich aus der Hauptstadt der Schweiz, direkt aus Bern. Wir sind hier beim Eichholz, wo aktuell eine größere Baustelle ist. Da drüben wird gerade entlang der Aare das Flussufer renaturiert, umgebaut und verbreitert. Und wir schauen uns nachher den Winterstellplatz an, der direkt neben dem üblichen Sommercampingplatz gelegen ist. Direkt beim Eichholz befindet sich die weltbekannte Aare-Schwimmstrecke, hier vom Eichholz bis zum Marzilli-Bad runter. Im Sommer auch eine beliebte Stelle zum Auswassern der vielen Boote, die von Thun herkommen, also primär vermietete Schlauchboote. An sonnigen Tagen ist hier sehr reger Fuß- und Fahrradverkehr, weshalb sich die Gemeinde entschieden hat, hier den Weg etwas zu verbreitern, sodass es nicht mehr so oft zu Stausituationen kommen wird. Gleich hier drüben befindet sich auch der Sommercampingplatz. Diese wunderschöne Wiese hier für Zelte, für Campingfahrzeuge. Dahinter die Sanitäranlagen. Und das wunderschöne Restaurant, welches insbesondere für sein Fondue auch im Sommer bekannt ist. Der Winterstellplatz befindet sich gerade hier drüben auf dem Parkplatz. Also im Sommer parken hier normale Autos und sonstige Fahrzeuge. Im Winter wird dieser Platz seit einigen Jahren als Winterstellplatz genutzt. Wir befinden uns hier auf der Zufahrtsstraße zum Campingplatz. Direkt hier auf der linken Seite ist im Sommer die Rezeption und auch im Winter muss man sich hier anmelden, wenn man den Stellplatz benutzen will. Der Platz ist aktuell nicht durch einen Menschen bewartet, sodass die Check-in-Prozedur selbstständig ausgefüllt wird. Mittels QR-Code muss ein Formular ausgefüllt werden mit den Personalien. Dann hier ein Papiermeldeschein ausgefüllt werden und am Schluss muss die Stellplatzgebühr von aktuell 30 Franken pro Nacht mit einem Kuvert in bar hier in diesen Briefkasten eingeworfen werden. Also wichtig, nehmt unbedingt Bargeld mit. Es gibt keine Zahlungsoptionen mit Kreditkarte oder Twint oder sonst eine Zahlungsweise. Wireless LAN auf dem ganzen Platz vorhanden, kostenlos. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Stabilität und die Geschwindigkeit nicht allzu gut ist. Aber es gibt hier super gute 5G-Mobile-Abdeckung. Im Sommer sicher ein Highlight, dieser große Bildschirm hier. Nebst ab und zu ein bisschen Werbung haben wir hier primär Angaben über die Jahre, wie warm das Wasser aktuell ist, wie viel Abflussmenge Wasser da ist und ob es somit sicher ist, schwimmen zu gehen. Sei hier nochmal der Hinweis gegeben, dass das hier Flussschwimmen ist und sich da wirklich nur geübte Schwimmer an das Abenteuer Aare wagen sollten. Hier auf der rechten Seite befindet sich die Entsorgungsstelle für chemische Toiletten. Es hat hier einfach eine Art Senkloch, ein Schacht. Komischerweise gibt es hier seit Tagen auch keine Möglichkeit, Wasser zu beziehen und die Toilette auszuspülen. Im vergangenen Jahr war hier auch ein Frischwasserschlauch vorhanden, welcher dieses Jahr nicht mehr da ist. Wenn man Frischwasser beziehen will, muss man in den Toiletten- und Duschcontainer ausweichen, der sich direkt hier hinten auf dem Weg an der linken Seite befindet. Auf der rechten Seite sieht man auch das wunderschöne Sanitärhaus, welches im Sommer genutzt wird mit Duschen, Toiletten. Im Winter muss man sich hier jedoch mit dem Container begnügen. Dieser ist meiner Meinung nach auch ein bisschen unterdimensioniert für die vielen Stellplätze. Nur eine Dusche, nur eine Toilette. Aber ich glaube, Toiletten gibt es auch weiter unten. Nochmal zwei als Backup.
Hier noch einige Innenaufnahmen vom Sanitärcontainer hier. Es befindet sich hier ein Pissoir, eine Toilette und hier drüben gleich die Dusche. Es gibt Warmwasser, da drüben ist ein kleiner Boiler ohne zusätzlichen Aufpreis. Super fair finde ich, im Sommer muss man hier glaube ich jeweils Jetons kaufen, um Warmwasser zu beziehen. Frischwasser kann gleich hier auch aufgefüllt werden, neben dem Lavabo. Lavabo selbst ist ein bisschen klein. Ich möchte auch noch kurz festhalten, dass es im Winter keine Möglichkeit gibt, wahrscheinlich hier Geschirr zu spülen, weil die große Anlage, die im Sommer da drüben genutzt werden kann, wo sich draußen diverse Spülbecken befinden, außer Betrieb gesetzt sind. Hier die eigentliche Zufahrt zu den Winterstellplätzen. Wie gesagt, im Sommer ist hier sonst ein Parkplatz. Hier gibt es noch eine kleine Willkommens- und Informationstafel. Was mich ein wenig erstaunt, was ich auch erst nach dem Check-in und Bezahlen der Übernachtungsgebühren festgestellt habe. Hier steht maximale Aufenthaltsdauer 3 Tage. Diese Information findet man nicht auf der Webseite, nicht wirklich transparent, auch an der Rezeption drüben. Auch beim Meldeschein habe ich keine Information diesbezüglich gefunden. Und auch auf den Portalen, auf denen der Stellplatz gelistet ist, beispielsweise Wohnmobilland Schweiz, steht unbeschränkte Aufenthaltsdauer. Bisschen seltsam das Ganze. Anyway, wir haben jetzt für etwas mehr Nächte schon bezahlt und werden die Information sicher auch der Stadt Bern weitergeben, dass man diesbezüglich doch ein bisschen besser informieren könnte und sich bemühen, dass die Informationen auf den gängigen Portalen aktualisiert sind. Auf dem Platz selber hier diverse Container zum Entsorgen von Müll, PET, Aluminium, Glas. Wirklich gut gemacht, haltet euch bitte an die Recyclingregeln. Toll, dass die Stadt Bern das Thema wirklich ernst nimmt. Die Stellplätze selbst sind eigentlich großzügig bemessen. Es ist halt einfach ein Parkplatz mit Beton. Links und rechts befindet sich noch so eine mobile Metallschranke, um die Plätze voneinander abzutrennen. Gleich dahinter aktuell Wagen von den Baustellen, von der Aare-Flussverbreiterung. Stromanschluss gibt es direkt hier auf allen Plätzen, ist auch im Übernachtungspreis inkludiert. Aber was soll ich sagen, so wirklich Romantik kommt hier definitiv nicht auf dem Platz. Aber trotzdem cool, dass die Gemeinde auch im Winter eine Übernachtungsmöglichkeit anbietet. Über den Preis von 30 Franken für einen nackten Parkplatz kann man sich jetzt natürlich streiten. Reges Treiben hier durch die Baustelle, durch den Tag, nicht wirklich ruhig aktuell. Hierzu muss man aber sagen, man wird auf der Webseite des Eichholzes klar darauf vorgewarnt und darüber informiert, dass sich hier bis nächsten Frühling diese Baustelle befindet. Und in der Nacht ist zum Glück trotzdem alles sehr ruhig und angenehm. Kommen wir nur zu der Bewertung des Winterstellplatzes Eichholz hier in Wabern, direkt im Zentrum von Bern. Wir haben für die Location selbst 7/10 Punkte erteilt. Dies aufgrund der sehr zentralen Lage. Es gibt diverse Ausflugsmöglichkeiten direkt in die Stadt. Der Gurten ist in der Nähe, der sehr empfehlenswert ist. Und für die Hartgesottenen bietet sich auch ein Winterschwumm in der Aare an. 7/10 Punkten bei der Location. Die Infrastruktur, grundsätzlich ist alles vorhanden. Chemietoilettenentleerung, aber wie gezeigt, die aktuell etwas out of order. Strom ist da, Entsorgungsmöglichkeiten sind vorhanden. Aber weil hier alles wirklich etwas runtergefahren ist, momentan vergeben wir hier nur 4/10 Punkten. Bei der Sauberkeit, wir haben diesen einen Dusch- und Toilettencontainer. Gestern Morgen habe ich da geduscht, es war doch etwas
schmutzig am Boden, es wirkt nicht wirklich gut gepflegt und gewartet, deshalb haben wir hier nur 6 von 10 Punkten vergeben für ein, zwei Übernachtungen oder für einen Business-Trip hier in die Stadt absolut okay, aber für ein schönes Wochenende zu zweit oder mit der Familie würde ich den Platz im Winter nicht empfehlen. Wie gesagt, im Sommer sieht hier sowieso alles anders aus. Wir werden dazu auch eine separate Folge Onion Spot drehen nächsten Sommer. Zum Preis 30 Franken pro Übernachtung. Das Schöne, unabhängig von der Anzahl Personen, die im Fahrzeug übernachten. Ja, ist halt mitten in der Stadt. Die Preise auch für Hotels und sonstige Übernachtungsmöglichkeiten sind daher eher hoch. Trotzdem finden wir, für das, was geboten wird, wären auch 20 oder 25 Franken angemessen. Deshalb haben wir hier nur 5 von 10 Punkten vergeben. Unser Gesamturteil, alles in allem, ein toller Platz. Wir können diesen, wie gesagt, für Business Trips unter der Woche sicher empfehlen, für einen kurzen Aufenthalt. Unser Gesamtfazit, 5 von 10 Punkten.